Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure. Wir schnappen uns heute gekidnappte Komponenten. Los geht's. Gut, geplant haben wir das Ganze ja schon beim letzten Mal. Von daher geht es direkt los. Ich würde sagen, ich stelle Donkey Kong hier hin, werfe Cranky hier rüber. Genau. Dann ziehe ich alle Gegner zusammen. Vorher könnte ich noch den bösen Blick aktivieren. Ja, das Problem ist natürlich, Cranky wird Donkey Kong angreifen, aber das ist jetzt halt so. Damit muss ich leben. So, Moment, Moment, Moment. Jetzt befreie ich Donkey Kong. Greife die hier nochmal an. Und dann trommle ich auf den Boden. Dann sind die drei hier schon mal tot, ne? Genau. Okay, ja, ich würde sagen, das war ganz vernünftig, ne? Für den ersten Move. So, wo ist denn der andere? Der steht hier an der Seite, ne? Ne, Moment, da gab es doch noch einen, oder? Oder? 1, 2, 3. Muss doch noch irgendwo einer sein. Ah, da. Ach, hinter der Ecke. Beziehungsweise hinter dem Hindernis. Ja, okay. Um den kümmere ich mich gleich. Momento. Wobei, Idee. Ich schicke den Wächter nach unten. Sehr schön. Dann ist er auch down. Ja, dann benutze ich den Schild, würde ich sagen, ne? Ach, jetzt muss ich die blöden Teile noch einsammeln. Das ist immer so ein bisschen nervig, finde ich. Ja, wobei, er sammelt ja jetzt alle ein, stimmt. Hä? Wieso hat er nicht alle Teile genommen? Das ist ja super weird. Oh, okay, ärgerlich. Was mache ich denn jetzt? Ja gut, ich ignoriere die beiden hier oben erstmal. Wie weit kann ich mich denn hier bewegen? Ich komme bis zu dieser Ecke. Nee, Moment. Kann ich hier noch hoch? Nein, kann ich nicht. Ah, verdammt. Na, Hauptsache, ich habe schon mal einen Teil der Waschmaschinenteile eingesammelt. Was mit dem Honigeffekt jetzt da oben, das geht mir natürlich schon ein bisschen auf die Kirsche. Yeah.
Ich schläfer den Typen auch ein. Ah, nee, der steht so weit weg. Ah, Crit. Nee, schade. Ja, okay. Ich hoffe, ich werde jetzt da oben nicht nochmal festgesetzt. Das wäre jetzt natürlich super, super, super ärgerlich. Aber ich glaube, ich komme an den unteren dran. Okay, oh Leute, das war sehr, sehr, sehr wichtig. Da habe ich tatsächlich an der Stelle auch einfach ein bisschen Glück gehabt. So, Achtung, den können wir jetzt killen. Kann ich den auch irgendwie von oben killen? Moment. Also mit den Jungs von oben meine ich. So, jetzt kann ich ja mit Cranky hier durch ihn durchdashen. Denn ich weiß ja nicht, wo die Teile am Ende landen. Und die Teile, die könnte ich dann mit Rabbit Peach einsammeln. Okay, die kriege ich aber alle mit Rabbit Peach. Okay, und ich glaube, dann haben wir gewonnen. Ja, war schon durchaus etwas schwieriger. Aber ich würde sagen, haben wir ganz vernünftig gemeistert, ne? Wie viele Züge haben wir gebraucht? 3 Stück, 5 hätten wir gehabt. Perfekt. Sehr schön. 800 Bananen gibt es. 450 nochmal drauf als Trophäenbonus. Und wir kriegen noch eine Rune. So ein schöner Kampf. Gibt es denn hier unten noch irgendwas? Ich habe irgendwie immer so ein bisschen die Angst, dass ich hier Puzzleteile vergesse. Oder verpasse. Ja, wobei, ich meine, wäre auch nicht ganz so schlimm. Also wir können ja am Ende der Story das ganze Gebiet oder die ganzen Gebiete nochmal ablaufen, falls wir irgendwo noch Puzzleteile vergessen haben. Ja, so wie wir es im Hauptspiel eben auch gemacht haben, ne? Also. Das haben wir ja da auch ganz vernünftig gelöst. Okay, da gibt es aber nichts mehr. Manchmal sieht das an der Seite so aus, als könnte man da runtergehen. Ich finde zum Beispiel diese Blätter hier, die sehen so aus, als könnte man da drauf rollen. Hey! Wo geht's weiter? Da vorne. Okay. Na, schau an, dann kommen wir ja wirklich hier noch auf die Blätter drauf. Hey, sehr schön. Ein Puzzlestück. Und ein Bananenvogel. Ja, das ist dein Haufen. Ja, den nimmt dir keiner weg. Schaut mal da hinten. Ein riesiges Donkey Kong-Fass. Mega gut. Okay. Gut, wir haben ja alles gesammelt. Ich hätte mal wieder Lust auf Rätsel. Ich hoffe, gleich kommen mal Rätsel. Rechts geht's weiter. Was ist das hier? Achso, ach, da kommt man einfach zurück wahrscheinlich, ne? Ja, ja, okay, 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 okay. Hey, klassisches Donkey Kong. Lauf, lauf, ja, Junge. Der schafft locker die 125 Meter. Es sei denn, er findet einen Hammer. Oh, ich hab das geliebt. Das originale Donkey Kong. Da gab es so ein richtig gutes Remake, oder sagen wir mal, da gab es so eine richtig gute Neuinterpretation für den Game Boy damals. Von, das hieß auch einfach nur Donkey Kong. Das war ein richtig gutes Spiel. Da hat man als Mario gespielt und musste dann so einen Schlüssel sammeln und einen Schirm und, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas anderes noch. Und dann gab es immer so kleine Rätsel in den Stages. Kennt das zufällig noch jemand? Gerne mal kommentieren, bitte. Das hieß, wie schon gesagt, das hieß einfach nur Donkey Kong und war für den alten, grauen Gameboy. Ich habe das geliebt. Ich fand das richtig, richtig gut.
ja, wie schon gesagt, also falls es jemand kennt, gerne mal kommentieren. So, was haben wir denn jetzt hier, Leute? Unten sind wieder Truhen ohne Ende. Hier geht es weiter. Oh, und sie singen wieder. Ja gut, wir müssen wieder mehrere Rätsel auf einmal lösen anscheinend. Okay, fangen wir einfach mal hier an. Gibt es hier irgendwo noch einen Schalter oben oder so? Ansonsten kann ich hier gar nichts aktivieren, ne? Okay, vielleicht sollte ich dann in der richtigen Reihenfolge oben anfangen mit den Rätseln. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ah, okay, da muss man wahrscheinlich einfach nur die Kisten nach unten bewegen. Und da sehe ich auf jeden Fall schon so einen grünen Schalter. Ja, wobei, das ist hier ja super simpel, ne? Aha! Hey, und wir kriegen Truhe Nummer 1. Krabbendeponie, ein neues Kunstwerk. Und ja, am Ende gibt es wieder so eine Metatruhe. Also wenn man alle Truhen geöffnet hat, dann kriegt man vermutlich wieder Fertigkeitenpunkte. Schrägstrich so eine Rune. Oh, okay. Noch eine Kiste direkt. Heidi, ein neues 3D-Modell. Na, das war ja leicht. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen orientieren. Ach so. Hier läuft man einfach nur im Kreis. Ah, super. Ich glaube, dann war ich gerade doch durchaus richtig. Ja, ich nehme mal an, das andere Rätsel kann man jetzt lösen, dadurch, dass ich den grünen Schalter aktiviert habe. Ja, das da unten sieht gut aus. Okay, Moment. Oh, wie sie gurren. So, schaut mal. Jetzt ist das doch hier lösbar, oder? Jo, wir beginnen mit dem blauen Schalter. Dann kriegen wir hier nämlich eine zusätzliche Kiste. Und oben, schaut mal, da kann man sich jetzt runterdroppen lassen. Wobei, eventuell muss man sich sogar erst runterdroppen lassen. Das probieren wir mal eben aus. Dieses Splash-Geräusch ist einfach so cool, wenn man aus den Bananen rauskommt. Aha! Das war wichtig. Die nächste Truhe, liebe Leute! Tropenbeschwörer als 3D-Modell. Sehr schön. So, jetzt haben wir wirklich alle Schalter umgelegt und jetzt kann man es aber hier lösen. Jetzt bin ich mir sicher. Wie kommt man denn da dran? Von der Seite? Da. Von unten? Oben. Nee, boah, wo muss ich denn die Kiste hinschieben?
So, das sieht doch gut aus. Und da haben wir die letzte Kiste. Und wir bekommen Zwischenboss Melody. Einen neuen Soundtrack. Nee, diesmal heißt es Melodie, nicht Melodei. Wie im Hauptspiel, interessanterweise. Warum auch immer. Oh, wie sie applaudiert. Du hast, oh, zwei Machtruhen sogar gefunden. Ja, geben wir mal direkt aus. Achso, wir hatten außerdem noch Geld gekriegt, ne? Extra Schaden gegen Verteidiger. Ja. Und Rabbit Cranky kaufen wir die Springfalle mit Tintenschaden. So, gegnerischer Wurfschaden. Her damit. Bei Rabbit Peach nehmen wir Mega-Heilung und einen größeren Heilungsradius. Und bei Rabbit Cranky... Nee, Moment, einen Punkt haben wir hier noch. Ja, komm, extra Kraftpunkte. Und bei Rabbit Cranky nehmen wir Griesgram-Schaden. Also mit der Verteilung der Fertigkeitenpunkte bin ich jetzt so eigentlich auch ganz zufrieden, muss ich sagen. Das sollte recht allgemein kompatibel sein für viele der Aufgaben bzw. Kämpfe. Rabbit Cranky immer mit seiner Waffe, mit seinem Stock. Nettes kleines Detail, dass man das hier auch sieht. Oh nein, der Vogel hat eine kleine Schaukel. Och, wie süß ist das denn? Er schaukelt sich direkt in mein Herz. Oh, jetzt fängt es ja noch an zu regnen. Oh Leute, ich glaube, es gibt direkt noch mehr Rätsel. Nö, doch nicht. Wie kommt man denn da in den linken Bereich? Achso, da unten ist noch eine Reisemöglichkeit. Oh Gott, unten noch ein Schieberätsel. Okay, was ist denn hier? Die Aufgabe, wo ist denn hier eine Truhe oder so, da vorne? Aber wir müssen grün und gelb aktivieren. Grün und gelb heißt, wir müssen erstmal irgendwie den Hasenschalter umlegen. Moment, aber das ist auch wieder nicht so schwer. Wenn wir jetzt hier die Kiste rüberschieben, zack, dann blau aktivieren, rot deaktivieren. Zack. So, jetzt ist der schon mal aktiviert. Beziehungsweise deaktiviert. Die Frage ist, geht das Ding wieder hoch, wenn ich das jetzt hier runterschmeiße? Ja, geht hoch, okay. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Oh nein! Ach, ich bin so ein Frosch. Ich laufe immer zu schnell. So, wie kriegen wir dich denn jetzt da runter? Da muss ich von oben kommen. Und jetzt müssen wir noch...
Grün aktivieren. Wie komme ich jetzt an Grün dran? Wie komme ich jetzt an den grünen Schalter hier dran? Entweder hier rüber, aber hier habe ich nichts zum Stoppen. Oder? Doch, muss ja hier rüber gehen irgendwie. Schalte noch irgendwas. Boah, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Also aus der Richtung hier runterschieben macht keinen Sinn. Da bleibt das ja nicht früh genug stehen. Boah, das kann doch gar nicht wahr sein. Bin ich jetzt bescheuert? Wieso komme ich denn jetzt nicht da drauf? Ich brauche die andere Kiste, glaube ich. Nee, ah, stimmt, so. Oh Gott, bin ich blöde. Och, so rum natürlich. Ja, so ist das manchmal, ne? Boah, da habe ich jetzt aber wirklich lange für gebraucht. Alter Verwalter. Naja, egal, was wir haben, das haben wir. Dschungel Jingle, ein neuer Soundtrack. Hui. Da habe ich aber schwierigere Sachen schon schneller gelöst. Hm, aber wir sind immer noch nicht da unten hingekommen. Da will ich eigentlich runter. Kann doch gar nicht wahr sein. Ah! Schau mal einer an. Jetzt sind wir endlich da. Sehr, sehr eindrucksvoll. Reisen wir nach unten. Unten noch eine Truhe. Wir bekommen... Dschungelpalette, ein neues Kunstwerk. Und jetzt sind wir hier durch. Moi. Nun, schön zu sehen, dass sie zusammenarbeiten, auch wenn sie sich eine Kaliumvergiftung holen werden. Oh Gott. Wie süß. Also die Kaliumvergiftung ist natürlich nicht süß, aber die Rabbits sind sehr, sehr süß. Was haben wir jetzt hier? Diese Statue trägt den Namen Die Krönung von Mwanana Hanamati. Wenige Sekunden nach der Krönung ist das Stammesoberhaupt auf der Schale ausgerutscht, was einen tausendjährigen Krieg ausgelöst hat. Oh Gott, wie furchtbar. Boah, da unten ist so ein großer Rabbit-Kopf. Hey, und da ist der nächste Kampf. Stoppe die Schmuggler.
Weitere Schmuggler, sie bringen böse Bananen in ihre Basis. Offensichtlich wird Rabbit Kong nervös, er sammelt so viele böse Bananen, wie er kann. Ja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.